Mein Thema ist die Wasserburgkapelle in Dorf. Ich habe dieses Thema mit großem Interesse gemacht, weil ich in dieser Burg schon kennengelernt hatte. Die Wasserburgkapelle in Dorf befindet sich zwischen Weimar und Jena. Es ist eine der großen und besten erhaltenen Burgen Thüringens. Sie ist in Dorfkapelle in Dorf und wurde für diesen Schutz erbaut. Der Bau der Burg im 11. Jahrhundert ist nicht bekannt. Der erste bekannte Besitzer aber war Teodorico de Kappeldorf, ein Mitglied der Familie von Kirchberg in Klammerfuch, Solingen. In Kappeldorf konnte ich eine alte Küche sehen, eine alte Küche, einen Brunnen, ein Museum und alte Gebäude sehen. Ich bin überrascht, dass in Deutschland gibt es so viele Burgen, weil in meiner Landkolumne gibt es nur eine Burg. Diese Burg heißt El Castillo de San Felipe. Diese Burg hat seit der Conquista erbaut. Das ist in Cartagena Kolumne. Nach Cartagena kommen viele Touristen. Seit 1998 ist der Burg Eigentum. Es stift zu Thüringen, Burg, Schlosser und Gärten. Die Burg ist dient für Feier- und Theateraufführungen. Ich habe ein kleines Andenken für euch gemacht.